Das ist gerade ein Test, ob wir jetzt live in dieser Aufnahme sind oder nicht. Ich bin gerade Radiokommentator Ernesto Alexis und wir werden jetzt gerade das Spiel Until Dawn zusammen let's playen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum zweiten Until Dawn Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit diesem geilen Horrorspiel. Es kam ja sowas von gut an bei euch. Die erste Folge hätte ich niemals gedacht. Fast 10.000 Likes, 60.000 Klicks, da sehe ich auch, dass ihr das Spiel unbedingt sehen wollt. Unter den ganzen anderen Videos steht, ey, nee, bring mal Until Dawn, ich will die Story bei dir verfolgen. Und das macht mich einfach nur sowas von glücklich. Bin auch richtig motiviert, das zusammen mit euch zu Let's Playen, weil ich finde das Spiel einfach nur dermaßen geil mit den Entscheidungen und. Und wir werden das Spiel definitiv auch mal zusammen im Livestream Let's Playen, sodass wir zusammen entscheiden können, welche Schritte wir eingehen und so. Das wird echt mega geil werden, Freunde. Und ich bin immer gespannt, was heute passieren wird, Alter. Heute werde ich die Folge so 30 Minuten halten, nicht wieder eine Stunde, wie beim ersten Mal. Das war jetzt so, nur weil wir angefangen haben. Deshalb, alles klar. Würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt. Ich werde vielleicht mal so machen, dass eine Woche Until Dawn jeden zweiten Tag kommt. Oder jeden vierten Tag. Ich muss mal schauen, wie ich das machen werde, weil wir sind ja auch im Urlaub und ich werde vom 1. bis zum 14. September leider nur jeden zweiten Tag auf viel Gaming TV ein Video bringen. Das heißt am 2., am 4., am 6., am 8. und so weiter. Und vielleicht mache ich auch so, dass ich eine Woche nur mal Until Dawn bringe. Mal gucken, wie das so bei euch ankommt, sodass die anderen Spiele mal ein bisschen pausieren. Aber wäre natürlich auch ein bisschen blöd. Ich lasse mir da auf jeden Fall was einfallen. Wir gucken einfach. Und ja, würde ich sagen, starten wir direkt jetzt. Ab geht's! So, da haben wir ihn wieder. John Abruzzi aus Prison Break. Da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder, Dr. Hill. Und wie fühlen wir uns jetzt? Ja, ich fühle mich gut. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Okay. Was holt er da wieder raus aus seiner Tankkiste? Versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Ach du Scheiße. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Okay. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Oh Gott. Jetzt kommen da bestimmt Schlangen und so ein Scheiß. So, aber man soll auf keinen Fall hier erkennen, wer wir sind, weil wir haben, ja, Handschuhe an, das seht ihr da rechts. Männer machen mich nervös, Frauen machen mich nervös. Alter, mich machen Männer... Frauen nervös, Alter, bin ich blöd? Natürlich Frauen, jetzt soll mich Männer nervös machen. So, müssen wir... Ah, Seite weiterblättern mit dem Touchpad. Flugzeuge machen mir Angst, Gedränge macht mir Angst. Ja, ich war ja damals auf der Love Parade, Freunde. Da muss ich ehrlich sagen, dieses Gedränge, das hat mir schon Angst gemacht. Ich habe gedacht, ich werde jeden Moment zerquetscht. Aber Flugzeuge machen mir eigentlich auch Angst, vor allem der Start. Weil ich bin ja nicht so oft geflogen, aber auf jeden Fall Gedränge macht mir mehr Angst. Deshalb werden wir das Rechte auswählen. Ja. So, nächste Seite mit dem Touchpad, richtig geil. Ach du Scheiße. Ich fürchte mich vor Höhen, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Ja, vor Höhen fürchte ich mich eigentlich nicht so sehr. Also, ich habe keine Höhenangst oder sowas. Eigentlich nicht. Also, auf jeden Fall vorm Ertrinken. Weil Ertrinken ist, glaube ich, der schlimmste Tod mit. Weil, boah, das wird krass. Deshalb, ne. Auf jeden Fall, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Boah, das ist ja richtig geil, Mann, mit diesen Dingen. Das wird alles die Story ver- Ja, okay. Schlangen machen mir Angst, Ratten machen mir Angst. Definitiv Schlangen, Alter. Eine Ratte habe ich schon öfters hier in Düsseldorf auf der Straße gesehen, Alter. Die hatten, keine Ahnung. Denen ist nichts los mit den Ratten, ey. So, weiterblättern. Oh. Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. Boah, Mann, was sind das für Fragen, Alter? Richtige Zischerspielchen hier. Natürlich, wenn einer mit einer Pistole auf mich hält, macht mir das mehr Angst, als wenn einer mit dem Messer kommt. Messer mache ich einmal so zack, zack, zack. Nein, Spaß, aber auf jeden Fall Waffen, Mann, sind mehr beängstigend, auf jeden Fall. Weil wenn einer eine Waffe hat, dann hat er die Macht über dich. Der kann dich einfach damit erschießen. Bah. Kakerlaken machen mir Angst, ne, Kakerlaken machen mir... Ohne Witz, Freunde, Kakerlaken machen mir mehr Angst als Schlangen, weil Kakerlaken, die sind richtig schnell. Beim Urlaub war ich schon, da waren welche an der Wand am Laufen, Digga, ich bin fast weggerannt, schreiend, Alter, das ist nicht mehr normal. Also Kakerlaken machen mir wirklich mehr Angst als Schlangen, weil Schlangen, die sind eigentlich gechillt. Kommt noch von welchen Schlangen, solange es keine Kobra ist, ey. Machen wir die Kakerlake da weg. Was ist das denn? Clowns machen mir Angst, Vogelscheuchen machen mir Angst. Boah, was ist denn hier los, Alter? Was macht euch mehr Angst, Freunde? Wir müssen das echt mal zusammen livestreamen. Clowns machen mir Angst, Vogelscheuchen machen mir Angst. Ich würde sagen, das ist schwer, Mann, diese Scheißentscheidung. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Vogelscheuche irgendwie. Ne, Clowns. Clowns machen mir mehr Angst, Mann. Das stimmt, diese Filme mit Clownen und so, das kann ich mir echt geben, Alter. Fernbedienung kaputt. Blut ekelt mich an. Krähen sind beängstigend. Ne. Also da ekelt mich auf jeden Fall Blut mehr an als Krähen, obwohl ich auch keine Angst vor Blut habe, beziehungsweise ekelt mich das nicht so. Also ich kann schon... Oh. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung.
Nö, hast du nicht. Du machst das wirklich gut. Was ist denn los mit dem? Sei nicht nervös. Haut er einfach auf den Tisch? Der Pisser. Versuche es etwas schneller. Oha. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten. Oha, mit Zeit, Alter. Wird ja, okay, jetzt müssen wir schnell entscheiden. Jetzt kann ich nicht mehr so lange überlegen, Freunde. Okay, jetzt geht's los mit Zeit, glaube ich. So, was los? Kakerlaken, Spinnen sind gruselig. Er ist doch nicht mit Zeit. Auf jeden Fall finde ich... Ja, Spinnen, kommt drauf an, welche Spinnen, Mann? Ich habe noch nie so eine fette Vogelspinne gesehen. So kleine Spinnen machen mir eigentlich nicht so Angst. Da machen mir Kakerlaken schon mehr Angst, wenn ich ehrlich bin. So, machen wir Kakerlake. Mein Gott, komm mal jetzt hier. Was ist das denn? Spritzen. Ich habe Angst vor Nadeln, ja. Also ich habe auf jeden Fall Angst vor Spritzen, Freunde. Ich hasse Spritzen, Mann. Deshalb auf jeden Fall Spritzen. Der John Abruzzi hier. Kennt ihr den noch aus Prison Break, Mann? Der beste Mann, Alter. Richtig geil. Was ist das denn? Zombies machen mir Angst. Clowns machen mir Angst. Ja, eigentlich dann mehr Zombies, Alter. Mehr Zombies. Obwohl es keine Zombies gibt. Aber trotzdem, in Filmen und so machen mir Zombies schon mehr Angst. Was ist denn das? Ich habe Angst vor Nadeln. Ich habe Angst vor Wölfen. Ja, wenn mir jetzt einer die Wahl stellt zwischen den beiden Sachen, habe ich natürlich mehr Angst vor Wölfen als vor einer scheiß Nadel, Alter. Ein Wolf, der zerfleischt dich. So. Stürme machen mir Angst. Eigentlich nicht, habe ich mehr Angst vor Wölfen. Sturm, chill ich mich einfach zu Hause hin. Okay. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Kein Problem. Kakerlaken, Zombies und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wie der am Lachen ist. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Okay. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht im Spiel, Freunde. Wir haben letztens da aufgehört, wo die im Schnee rumgemacht haben. Wisst ihr das noch? Da haben wir aufgehört, wo die beiden Mike und Ashley waren es, glaube ich. Ich weiß die Namen nicht mehr auswendig. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall öfter bringen, weil sonst vergesse ich auch mit der Zeit, wer ist, wer in wen verliebt ist. Was bisher geschah bei Until Dawn? Perfekt, die zeigen sogar, was bisher geschah. Besser geht's gar nicht. Jetzt können wir sogar einen kleinen Rückblick, glaube ich, sehen. Findet ihr ja nicht ein kleines bisschen krass? Das geschah schon bisher. Sie hat es verdient. Hannah! Die ist abgehauen. Was ist hier los? Das war ja die erste Folge. Das war nur ein Spaß, Ham. Der Typ, Alter, der macht mir richtig Angst, ja? Oh, verfluchte Scheiße. Eieiei, wisst ihr das noch, wo ihr... Wie die da runtergefallen sind. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Aber da noch nicht da. Ich muss erstmal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Der Schmetterlingseffekt. So, oh, die Fernbedienung fällt mir die ganze Zeit. So. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. 9 Stunden bis zum Morgen. Das denke ich mir auch immer. So, Josh, Bruder von Hannah und Beth, die beiden, die gestorben sind. Nachdenklich, lebevoll, kompliziert. Okay. Ach, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Wann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten? Ich hab schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Hey, Gang. War der Aufstieg okay? Ah, hab mich gefühlt wie ein Packesel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig, ich meine, schon seltsam, wieder hier zu sein. Ja, kann ich mir vorstellen. Du Scheiße, die werden beobachtet, Alter. Ey, kranke Sache, warum geht man denn dahin, wo vor einem Jahr die beiden Schwestern gestorben sind, Alter? Chris. Yo, 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 steigt hier oben bald die Party, oder was? Klar, Mann. Was? Tratschen, Matt und Emily? Sorgen, ist alles okay? Ja, ich würde lieber nachfragen, ob alles in Ordnung ist, weil, guck mal, es sind ja seine beiden Schwestern, die gestorben sind. Und da fragt man nach, ja, wie ist es für dich, wenn du wieder hier bist und so, geht's dir gut? Würde ich mir auf jeden Fall umsorgen, Alter, ich würde nicht direkt tratschen. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Ich hab gedacht, der wird fragen, ja, ob alles in Ordnung Verdammt, ist und so. Das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein.
Es gibt tausend Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Aber meine PlayStation ist so laut, ich hoffe, man hört das nicht so im Video. Die ist richtig am Brummen. Hey, Ash. Hey, Chris. Unruhig, seltsam zurück zu sein. Zuversichtlich, schön wieder hier zu sein. Also, ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich würde sagen, für mich ist es unruhig. Habe ich euch ja schon die ganze Zeit gesagt. Warum geht man dahin, wo vor einem Jahr die beiden Schwestern gestorben sind? Da würde ich doch lieber woanders hingehen, mit allen sich treffen und nicht wieder an dem gleichen Ort. Das finde ich einfach nur dumm, deshalb unruhig. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist. Und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. So, jetzt können wir uns hier wieder bewegen. Perfekt. Die Frage ist, wir müssen dem, glaube ich, folgen hier. Alles klar. So, jetzt gehen wir einfach mal den Weg hier lang. Also, das Spiel ist auf jeden Fall echt geil. Verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen können. Zustimmen, ja, absolut. Schluss damit. Ja, ich glaube, er will ja was. Er will was von der... Warte, wir können das nochmal nachschauen. Wie ging das nochmal? Mit R1, oder? Wo können wir das... Beziehungsstatus. Der hat über Ashley geredet, ne? Ash meinte er. Deshalb, ja, ich würde... Ja, keine Ahnung. Wenn mir das einer so sagen würde, wenn ich auf dem Vibe stehe, dann würde ich das, glaube ich, auch sagen. Ich würde jetzt nicht so jetzt sagen, ne, hör auf, darüber zu reden und sowas. Das würde ich nicht machen. Unter Jungs kann man ja reden, wie man will. Also, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Absolut. Ja. Absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Ich hasse das. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Ja, eigentlich hat er recht, Alter. Aber das ist bei mir genauso, habe ich euch ja schon mal erzählt, Freunde. Ich hasse das, wenn man sich so gut mit einem Vibe versteht, aber sie nur Freundschaft will und du mehr willst. Das ist das Schlimmste, was es gibt, finde ich einfach nur. Und deshalb hat er eigentlich recht. Ich muss sie ja ins Bett kriegen. Vor allem, wenn wir jetzt mal hier alleine sind. Ich muss einfach meine Chancen versuchen. Hat er recht, zustimmen. Ganz ehrlich. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. So, Status-Update oben links. So, jetzt geht's weiter. Mach mal Platz hier, du! Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. So, also voll spät geladen irgendwie, ne? Das Spiel hat schon ein paar Bugs, aber es gibt ja kein Spiel, was perfekt ist, von daher. Was ist das denn hier? Hm. Oha. Hinweis entdeckt, Axthalterung. Ey, wer hat die Axt da rausgenommen? Da war eine Axt drin. Ach du Scheiße. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Schrank. Also immer was schimmert, das kann man öffnen. Da geht ja langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Ja, ja, ja. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. R nach links. Schieb. Schieb. Schieben. Schieben. Ja, Freunde, wollt ihr doch unbedingt mal dazu Night Let's Play kriegen? Das kriegt ihr auch, Freunde. Versprochen. Werde ich, glaube ich, mal jetzt die Tage schön aufnehmen, bevor ich in den Urlaub fliege. Ein schönes Night Let's Play von dem Spiel. Übertrieben viel Spaß. Jetzt will er echt die Scheibe da einschlagen. Und die Frage ist, womit? Das Fenster ist offen. Ja, gut. Man kann doch quasi jeder da reinkommen. Oh, ist der dumm, Alter. Mach dir da erstmal einen halben Salto. Das ist ein Alles Idiot. Okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Alter! War ich das? Alter! Und nicht. Hier! Alter! Ich bin voll erschrocken, Mann.
Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Na, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Das ist eine gute Idee. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Noch nee. Nein, aber ich mach's. Ey, warum konnte man sich entscheiden, Mann? Ich hätte ohne Witz... Ich hätte dem gesagt, Digga, komm mit. Ich hätte da voll alleine Angst. Ich hätte da Ey, ist das deren Ernst? Ich schwöre es dir. Ich würde das nicht machen. Ich würde da nicht alleine rumrennen. Oh Gott. Ist das... Oh mein Gott, das ist wieder dieser Totem. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Alter. Verlust-Totem. R1. Ach du Kacke, Braun-Verlust. Der mögliche Verlust eines Freundes. Naturvölker glaubt... Ach du Scheiße, das haben wir neu. Wir können auch das abspielen sogar. Ereignisse der Vergangenheit abspielen. Okay. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Ach du Scheiße, Alter. Was ist das denn, ey? Kranke Scheiße. Ey, ich habe voll Angst jetzt bekommen, irgendwie. Ohne Witz, Freunde, Mann. Seitdem diese scheiß Lampe da explodiert ist. Ohne Witz, ich schwöre es euch. Ich habe mich voll erschrocken, Mann. Ey, ohne, ich habe jetzt gar keinen Bock, hier alleine rumzurennen. Warum konnte man nicht entscheiden? Ich dachte, man kann hier alles entscheiden. Ich hätte gesagt, Digga, komm mit, ich habe hier Angst, alleine rumzurennen. Ich schwöre, in echt bin ich auch so, Freunde. Wenn ich jetzt... Ich würde jetzt niemals bei sowas alleine reingehen, Mann. Da bin ich voll erschissen, da sage ich ganz offen und ehrlich. Habe ich auch kein Problem mit. Fuck, Alter, wo sind wir denn hier? Junge, Mann, irgendwas passiert jetzt. Ich schwöre es euch, irgendwas wird jetzt passieren. Was ist das für ein Foto da? Das ist doch die Familie, ne? Oh mein Gott. Echt cool. Hinweis entdeckt, Familienporträt. Ja, das ist das Familienporträt. Guck mal hier, das ist nämlich die Familie. Die Linke, die aussah wie Kim Kardashian, die gestorben ist. Eieiei, Mann, Alter, die arme Familie. Krass, Alter. Muss man nicht mal. Ich bin da voll drin in diesem Spiel. Ja, sicher. Oh Gott. Ey. Habt ihr das gesehen, Mann? Da ist die Türe gerade zugegangen, oder? Ey, komm ich mir nur so vor. Was war das denn? Ey, die Türe ist hier zugegangen, Alter. Ey, die linke Türe da ist zugegangen. Ich hab keinen Bock, Mann. Ich schwöre es euch. Freunde, Mann. Das Spiel wird langsam krass. Oh mein Gott, hier ist jemand reingegangen. Die Türe ist auf jeden Fall zugegangen. Ey, Digga, Mann. Wo ist das verdammte Badezimmer? Ey. Da ist die Tür. Oh, die ist eingefroren, die Scheiße. Guck mal, die warten da. Da sind die doch. Oh. Hi, Chris. Wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ah, geht nicht, ne? Scheiße, wir brauchen den Flammenwerfer, Alter. Ey, hör doch auf, ey. Das Spiel macht mir ehrlich gesagt voll Paranoia jetzt langsam. Diese scheiß Lampe, die da... Der Typ... Ist locker... Ey. Hört ihr diese Geräusche? Ey. Ist der irgendwie dumm? Warum? Fernseher anmachen. Kein Strom? Ey, wo ist das verdammte Badezimmer, Alter? Ey. Dieser Moment... Wenn ich euch mehr Angst mache als das Spiel. Oh, fuck, Alter. Das ist zwar ein schönes Haus, aber ohne Strom und zu wissen, dass hier ein Typ ist, habe ich Angst. Wo ist denn das verdammte Badezimmer, Alter? Oh mein Gott. Ich werde mich gleich so erschrecken. Da ist schon irgendwas hier am Leuchten wieder. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ach du Scheiße. Ende der Nachrichten. Wo ist das verdammte Badezimmer, Alter? Hey, hier waren wir doch schon, oder? Waren wir? Nee. Boah, das Haus ist ja mal... viel zu riesig.
Guck mal, Abschlussfoto. Guck mal, vom Abiball oder so. Eieiei. Ey, ich habe keinen Bock, durch dieses Haus hier zu stolzieren, Mann. Ich will jetzt einfach die scheiß Toilette finden. Tür ist zu, okay. Ja gut, wir müssen uns aber ein bisschen hier einschränken, Freunde. Wir können ja nicht... Das... Ich höre irgendwelche Geräusche die ganze Zeit, oder? Kommt mir das nur so vor? Digga, Mann, wir müssen das Badezimmer finden. Das Haus ist viel zu riesig. Ich sag's euch, Alter, ich sag's euch. Waren wir hier schon oder waren wir hier nicht? Hier sieht alles gleich aus. Jetzt ist, glaube ich, vorbei, Alter. Der Junge... Ey, wie dumm der einfach ist, Mann. Wie kann man... wenn... Guck mal, wenn im Spiel jetzt ich mit einer Person hier dabei wäre, wäre das ganz ehrlich was ganz anderes für mich, Freunde. Aber so bin ich hier wirklich jetzt auf mich allein gestellt. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Wie kann man denn nochmal schneller gehen? Oh, nicht mit R1, aber ehrlich, hilfsbereit. Geh ins Bad und finde die Deo-Spray-Dose. Ja, das weiß ich, dass das unsere Aufgabe ist. Nur, wo ist das verdammte Bad? Wir gucken erstmal das ganze Haus hier ab, Freunde, ganz ruhig. Ey, das Fenster ist das offen. Du Scheiße, wie ist da, wieso ist das offen? Und wo ist das Badezimmer? Wo ist das verdammte Badezimmer? Ja, das Haus ist viel zu groß, Freunde, ganz ehrlich, Mann. Das ist viel zu groß. Ey, wo sollen wir denn jetzt lang? Die Tür ist offen. Die verdammte Tür ist hier offen. Ey, wo ist denn das Badezimmer? Junge. Vielleicht hier? Oh mein Gott. Da ist das Badezimmer, oder? Ja. Da wird die Deo-Spray-Dose sein. Irgendwas passiert jetzt. Irgendwas passiert jetzt, Freunde. Haltet euch. Ich warne euch schon mal. Guck mal, Rexona. Ah! So ein Dreck. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's gewusst, ey. Ich hab's gewusst. Verdammte Scheiße, ey. Jetzt hoffentlich zeigt er das, wie der zur Tür geht, Mann. Ich hab keinen Bock jetzt. Wir frieren doch hier draußen. Ja, endlich, Mann. Korrekt. Korrekt. Boah, ey. Ich hab gedacht, jetzt müssen wir auch noch zurückgehen, Mann. Scheiße. Ich voll erschrocken, Mann, die Scheiße hier. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Fuck! Oh. Shit. Hör doch auf, zum zweiten Mal, ey. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Wie kommt das da rein? Es war nur ein süßer kleiner Baby, viel Fraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Wo sind denn die ganzen anderen hin? Okay, da sind ja alle. Aber Mike und die andere fehlen. Home sweet home. Boah, heftiges Haus, so Mann. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war hier nicht viel los. Nope. Das Spiel ist wie so ein Horror. Party People? Die haben locker gebumst im Schnee. Hey. Die Ashley, genau. Ich bin zu Hause, Bro. Klar doch. Der Mike und die Ashley, die haben locker gebumst, glaube ich. Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Okay, das muss ich noch herausfinden, was das genau heißt mit dieser Schmetterlingsaktualisierung. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Provozieren, das ist unnötig. Jazz entschärfen, komm runter, Emily. Freunde, wisst ihr, was jetzt kommt? Komm runter, Peter! Alter, das... Alter, komm, das muss jetzt rein, Alter. Komm runter, Emily! Das ist unnötig, Jazz. Provozieren. Also, ich bin nicht... Ich bin auf jeden Fall keiner der Typen, der Leute provoziert. Ich mag es eigentlich generell nicht, wenn man mich provoziert. Ab und zu verstehe ich auch Spaß, aber jetzt so zu hetzen und so... Provozieren, das ist gar nicht mein Ding. Sowas mache ich auf keinen Fall. Ich bin eher so, der sagt, Jungs, chillt mal, Alter. Ich versuche auch... Ich hatte auch ehrlich gesagt kaum Schlägereien und sowas, weil ich versuche sowas, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen. Ich provoziere keinen und sowas. Also, deshalb auf jeden Fall rechts entschärfen. Komm schon. Nein, Schnauze, oh, Schmetterlingseffekt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken.
Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Hey, oh, fuck mich gerade ab, ne? Du kannst nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Nur Arsch. Am Zicken! Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Ey. Provozieren halt die Klappe, Jess. Entschärfen, Emily, hör auf. Ja, entschärfen, Alter. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das ist echt so, das Mann. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Boah, meint ihr einfach Hure? Ein Stück den Weg hoch. Junge, Junge. Der sieht aber echt ein bisschen aus wie ich, Mann. So, ich bin ein bisschen brauner. Ja. Der Rillepeter. Mach mal Feuer jetzt hier an, wir brauchen Licht. Also, Josh, Soll mal morgen werden. Sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Boah, die fuckt mich so ab, die Japsin, ne? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Och, nee. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay, das ist schon mal gut. Okay. Richtig warm. Die will gebankt werden. Die will bam, 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 bam. Das will die. Die braucht das aber, glaube ich, auch. Mal gucken, wie stressig die drauf ist, Mann. Ich nehme jetzt ein Bad. Ich nehme jetzt ein Bad. Okay, da bin ich gern dabei, Alter. Wenn die jetzt ein Bad nimmt und zeigen, dass es wäre Jackpot, Alter. Die würde ich gern mal. Ja. Splitterfaser nackt sehen. Status-Update. Im Sexy. Im Sexy? Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Sieht ja nicht mal den String an. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier! Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Ich würd's mir ansehen. Kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, müssen... fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Die wollten Dreier machen, glaube ich, ne? Kam mir so vor. Als ob die einen Dreier machen will. Also, die sind schon alle leicht versaut hier, Alter. Was geht bei denen, Mann? Also solche Weiber sollen ja auch mal rumlaufen, Mann. Das ist nicht schlecht. Ey, ich hätte da so Schiss, Mann. Also, selbst zu zweit ist ja noch in Ordnung, Mann. Aber... ey, alleine, Mann, hier rumlaufen würde ich niemals. Da hätte ich so einen Schiss. Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Die Fotosession. Jetzt erstmal ein paar Selfies, oder was? Okay. Die machen keine Selfies, Mann. Aus welchem Jahrhundert leben die denn? Oh mein Gott, stell vor, im Hintergrund ist ja jetzt irgendwas. Warte. Warte, ich drück ab, warte. Guck in die Kamera. Guck doch in die Kamera. So, das war, glaube ich, gut, oder? Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Na, okay, aber es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Okay, dann los. Nichts wie ab zu der Hütte. Jo, ab zu der Hütte, Freunde. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Jetzt habe ich hier eins gedrückt, wollen wir das nochmal hier kurz angucken. Folge dem Pfad zur Hütte ist unsere Aufgabe. Beziehungsstatus, das heißt Jess. Da sieht man, zu der hat er am besten Kontakt. Romantisch ist er auch, okay. Wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Oh Gott, Alter, die gehen einfach alleine im Wald hier lang, ey.
Ich würde sagen, wir gehen noch so lange, bis wir bei der Hütte angekommen sind, Freunde. Heute auf jeden Fall auch eine sehr geile Folge, Alter. Wir haben uns sogar erschreckt ab und zu. Was will die? Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Oha. Nee, widersprechen. Lasst Em einfach, okay? Zustimmen, Emily war total bescheuert. Ja, das ist ja seine Ex. Und die haben aber auch vorhin, glaube ich, auch ein bisschen näheren Kontakt gehabt bei der letzten Folge. Deshalb lass Em einfach, okay? Ja, ob ich jetzt einen Schutz nehmen soll? Ich würde die nicht in Schutz nehmen. Also das kommt auf keinen Fall gut dann. Also ich würde sie eigentlich schon gerne in Schutz nehmen, weil ich mag es nicht, wenn man hinterm Rücken über Personen einfach so labert und ihr das nicht ins Gesicht sagt. Okay, gut, sie hat sich schon beleidigt und so, aber sowas würde ich eigentlich niemals wollen, dass die jetzt vom Bären gefressen wird oder so. Ich würde einfach zustimmen, aber eigentlich würde ich da auch widersprechen. Also das ist schwierig. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. So, weiter geht's, Alter. Mein Gott, ey. Boah, das Spiel wird immer kranker und kranker. Das ist ja wirklich schon... Die Frage ist, rechts oder links jetzt? Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Okay. Hatte Josh nicht was mit einem Generator? Ja, ja. Mit dem Generator. Muss jetzt auf jeden Fall mal hingehen. Ah, da unten. Oh, ne, da liegt ein Totem, oder? Was ist das? Oh Gott, da liegt ein Totem. Ach du Scheiße. Fuck. Hey, Mike! Hast du mal den Generator oder was? Alter! Habt ihr das gesehen? Da war ein Clown. Der hat die eine voll ausgenockt, Mann. Ach du Scheiße. Okay. Mal sehen. Boah, fuck. Boom. Sehr gut, Mikey. Mach die Scheiße da an. Okay. Jawohl. Da läuft das Ding. Du bist echt genial. Ah! Oh. Ey, verdammte Scheiße, ey. Boah, das ist alles so echt und nah, deshalb, boah, fuck mal, mich jetzt erschrocken, ey. Ey, zu viele Schockmomente, ich bin schon wieder richtig am Schwitzen hier, ey. Ach du Scheiße, Mann. Ey, Freunde, ja, Mann, das Spiel ist geil, ey, das Spiel ist mega geil. Ich finde das auf jeden Fall viel besser als dieses Daylight, wenn ich persönlich ehrlich bin. Daylight ist wahrscheinlich ein bisschen gruseliger noch, aber das hier ist geil. Ja, total, das ist super. Oh, Badass. Ja, ich hab die Hit. Und ich hab den Pimmel. Fuck, Alter, der Typ hat mich voll erschrocken. Auf einmal ist der da. Ey, der verfolgt uns, Mann. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Ja, das hört sich sehr gut an. Die hat irgendwie Handy mit der Musik an, ne? Was ist denn los mit der? So, boah, Alter, warum ist denn deren... Kannst du mal sagen? Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Respektvoll mögen sie in Frierun fragen, woran erinnerst du dich? Ich würde auf jeden Fall, also ihr kennt mich ja, Freunde, bei sowas bin ich echt emotional. Ich würde sagen, mögen sie in Frieden ruhen, Alter, auf jeden Fall. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Ja. Fuck, Alter, auf jeden Fall hat die eine Faust kassiert, Alter. Das ist gar nicht gut, ey. Ich glaube, das nee, das war die gar nicht, oder? Nee, das war eine andere, das war die eine aus dem Haus. Aber ich frag mich, warum müssen die jetzt zu so einer Gästehütte laufen? Ist da nicht genug Platz in dem Haus, oder? Oh mein Gott. Hast du das gehört? Da war irgendwas. Alter. Ja. Ey, langsam kriege ich Gänsehaut, Freunde, Mann. Langsam kriege ich Gänsehaut. Ich will am liebsten jetzt schon beenden, ich krieg Angst, Mann. Ich krieg Angst. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schießbuden. Alter. Fuck. Ach du Scheiße. Hey, Jessica. Ja. Hey, alles gut. Ich dachte, jetzt was gebrochen. Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus?
Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Ach du Kacke, ey. Vorsichtig, schieb die Lore weg. Heroisch? Ich springe runter. Also, ich hätte jetzt nicht... Ja, keine Ahnung, würde ich runterspringen oder nicht, Alter? Ich weiß es nicht. Es ist ja meine Freundin, dann würde ich auf jeden Fall eigentlich runterspringen. Ich würde da nicht sagen, schieb das Ding da weg, ich würde runtergehen und das selber wegschieben, ey. Okay, ich komme runter. Schmetterlingseffekt, okay, das heißt, es war... Du Pisser, Alter! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ey. Ach du Kacke, der war hinter uns. Ey, sind die dumm, was machen die denn da, Mann? Was machen die da? Verdammte Scheiße, ey. Gott, ey. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Ey, wo sind wir denn jetzt hier in dieser scheiß Kiesgrube? Wir haben schon jetzt 35 Minuten, glaube ich, gespielt, Freunde. Ich wollte gar nicht, dass das Let's Play so lange halt. Ich würde sagen, wir pausieren jetzt einfach hier in dieser Höhle und machen hier beim nächsten Mal einfach weiter, würde ich sagen, oder? Alles klar, da würde ich sagen, Freunde... Was ist an dieser Stelle vom zweiten Until Dawn Let's Play? Junge, Junge, heute waren echt 3-4 Schocker auf jeden Fall dabei. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie die erste Folge, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn wir da die 8000 Likes knacken oder die 9000, würde mich das unnormal freuen. Euer Feedback ist, wie gesagt, meine Motivation und ich finde das Spiel einfach nur übertrieben geil. Es bockt, es macht sehr viel Spaß und ich werde das auf jeden Fall auch versuchen, jetzt öfters die nächsten Tage zu bringen. Vor allem auch in der Zeit, wenn ich im Urlaub bin, weil das ist ein neues Spiel und sowas wollt ihr dann natürlich am meisten sehen. Und ja, dann würde ich sagen, euer Öni ist raus, ihr seid die Besten, macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, haut da rein und ciao. Wie gesagt, vom 1. bis zum 14. kommt jeden zweiten Tag auf viel Gaming TV leider noch ein Video und auf viel FIFA auch. Alles klar und tschüss.